Ich vertraue nie wieder einem dieser Mirokana-Mechaniker. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Nicht erfreut sein. Hey, du. Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Ach, hier. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test seines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Klar, kein Problem. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir, also versuch am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix. Hey, wo willst du denn hin? Ich will nur mit Gorak reden. Viel Spaß. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht rauswerfen sollte. Weil ich Informationen für dich habe. Jemand will dich verraten. Ein Typ namens Tislak Shah. Ich habe ein Holo von einem Gespräch von ihm mit Gouverneur Torden entschlüsselt. Und wo hast du das her, wenn ich fragen darf? Das lag so rum. Mutig. Ich wusste, dass er irgendwas plant. Aber meine Leute konnten die Nachrichten nicht entschlüsseln.
Offenbar bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Super. Danke. Und jetzt raus. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Bagger, ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher brauchen Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Also, Danka. Hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du da nicht rein. Ich kann meinen Blaster umbauen. Mach ich seit Jahren so. Ich brauch nur die Teile. Weißt du was? Ich habe einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke. Ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Und Kay, ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Kay Vess, die Hutten wollen etwas erledigt haben und du scheinst die Richtige zu sein. Wer ist da? Komm zu Makal und find es raus. Nur schnell eine Runde.
Suchen Sie einen bestimmten Artikel. Glaub mir. Bist du Belo? Danke, schickt mich. Ah, ja. Ich habe gehört, dass du kommst. Willkommen! Toll. Und hast du ein paar Iongehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben solche Geräte. Oh, alles klar. Wacker, ich brauche was Inoffizielles für meinen Blaster. Das wirst du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich. Verstehe. Wacker, irgendeine Ahnung, wo die Pikes ihre Ersatzteile lagern? Oh ja, ich habe mal einen Job für Gorak erledigt und einen Blick in den Unterschlupf werfen können. Das war, bevor sie mich gefeuert haben.
Es gibt eine Sicherheitslücke. Such nach einem Luftschacht. Man müsste dumm sein, um sich mit Gohan anzulegen. Sie ist dumm. Dann los. Also gut. Blasterteile. Blasterteile. Könnte nützlich sein. Hey, das dürfte passen. Deine Info war Gold wert. Ich hab das Teil. Hast du eine Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's eine Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist das netter, bequemer. Na gut.
Ich hasse dich. Bruder, sag doch sowas nicht. Schon einiges erledigt. Wir bieten den kompletten Schiffsservice. Hallo. Danke. Eine kluge Wahl. Bereit, Mix?
So sieht unser Leben jetzt wohl aus. Was nix? Wir sind allein. Also, komplett allein. Mit einem Todesmal. Aber wir können es loswerden. Wir brauchen nur genug zum Überleben, bis wir einen großen Coup landen. Dann hält uns niemand mehr auf. Nie wieder. Dann sind wir gemachte Leute. Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Die merken nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlt. Was ist das denn?
Das Hoffnung. Hier hat Wacker also die Bahnbrecher hergebracht. Wow. Sieh dir mal das Schiff an, Nix. Wacker war fleißig. Wacker, hast du das echt alles ganz allein geschafft? Mhm. Harte Arbeit. Die sich aber auszahlt, wenn diese Schönheit durch die Atmosphäre dahin gleitet. Ja, sicher. Willst du jetzt diese Einspritzventile? Nein, nein. Behalt die mal lieber noch ein bisschen. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Da ist die Werkbank. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja, Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schicke dir den Fundort des Lagers. Verschaff dir Zugang und nimm alles mit. Alles klar, das schaffe ich. Gut, komm nach Yauntas Hoffnung, wenn du fertig bist. Lehrer hatte recht. Sliro hat ein Todesmal auf mich ausgesetzt. Na gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen, bevor sie Rigbesch uns findet.
Gut festhalten. Der Ort, an den Danka mich geschickt hat. Oh, der Kondensator ist hin. Dafür brauche ich dann wohl die Ionen-Mod. Das wär's dann. Dann nehme ich das hier wohl mal mit. Bist du bereit?
Anker, also, das hier habe ich gefunden. Eine Art Verfolgertransponder und ein paar Kredits. Behalt sie. Um die ging es mir sowieso nicht. Die Hutten wollten keinen Tribut zahlen. Also führt sie dieser kleine Transponder hier statt zu ihrem Versteck geradewegs zu mir. Mit dir darf man es sich nicht verscherzen, ha? Huh? Keine Sorge. Ich bin gut zu allen, denen ich vertrauen kann. Und deshalb kriegst du noch ein kleines Extra. Aber extra? Also mehr Geld? Nein, besser. Ein Rat. Ich habe Freunde, die dir helfen könnten. Etwa ein besseres Hacking-Kit zu beschaffen oder deinen Gleiter aufzumotzen. Finden musst du sie selbst. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Danke. Informationen sind ja mehr wert als Kredits, richtig? Weißt du, du kannst diese kleine Erleuchtung gern für dich behalten. Bis bald. Ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist es so offensichtlich? Zelo Rovac ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, Gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Magst du das? Jetzt diese Einspritzventile gebrauchen. Bring sie her und dann sollten wir losfliegen können. Ha, na endlich. Ich bin gleich da. Genug gelaufen, Nix?
Sie kommen in unsere Richtung! Aber sicher! Mutter der Monde! Was im diese Mechanikerin hier irgendwo. Hey, das hier ist Kadur, oder? Kann sein. Was macht eine Außenweltlerin wie du hier? Ich suche nach Selo Rovak. Warum?
Das Imperium? Nein, nein. Es heißt, sie kann meinen Gleiter aufmotzen. Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Dass du sie immer noch deckst, nach allem, was sie getan hat. Dann sag ich's dir. Sie wohnt bei den Klippen, bei Yauntas Hoffnung. Alles klar. Yauntas Hoffnung. Zeit zu verschwinden, Nix. Bist du Selo? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Oh, tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Kick brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die Imperialen haben einen in ihrem Windfänger. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Ich schick dir die Koordinaten.